Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. So, letzte Folge war nicht viel los, also wir haben das da verloren, wir haben das da gewonnen. Und wir haben hier oben gekämpft, also der hat uns belagert, wir haben zurückgeschlagen, beziehungsweise wir haben ihn geschlagen. Und das braucht es nicht. So, du passt mal ganz schön auf die auf, ne? Gut, jetzt muss ich schauen, wo ich als nächstes hingehe. Will ich Spanien? Ich glaube, ich gehe wirklich nach Spanien. Diese da gehen mal jetzt hier rein. Dann kann ich die den Mythos Spaniens besser schützen, was auch sehr wichtig ist. So, dann du musst auf jeden Fall, heilen, so. Und dich? Warte mal, switch mal oder ich klappe mal die ganzen Armeen durch. Genau, der ist einfach nur da. Der kann eigentlich schon mal weitergehen. Ah, hi. Ausweichen. Der ist schon relativ alt, gell? 70. Ja, den habe ich auch extra die ganzen. Hey, willst du mich verquaken? Willst du mich verquaken? So, und jetzt nächste Runde kommt dann nämlich wieder einer. So. Das ist doch immer dasselbe. Gut, dann schauen wir mal. Hier ist niemand. Dann gehen wir mal auf den. Ja, gehen wir mal dahin. Genau, du bist da, du bist da. Dich hatten wir da schon. Dich noch nicht, aber du machst das da. Dich hatten wir auch schon. Du machst das da. Dich hatten wir auch schon, dich auch schon, dich auch schon. Dich auch, dich auch. Ah, du noch nicht. Warte, ich schau mal, ob hier unten jemand ist. Da ist nämlich jemand. Ich weiß aber auch nicht, ob hier jemand ist. Gut. Ich glaube, das war's. Du bist der Was? Der Biss des Basilisken, okay. Ja, ich dachte schon. Gut. Dann nächste Runde. Mal schauen, ob wir jetzt in einen Flutsch rüberkommen oder ob wieder irgendwas ist. Es ist wieder was. Soeben. Ja, mach mal schneller. Die Unbesiegbaren. Der sagt, wir haben ziemlich viele Verluste. Ich sag, wir haben keine Verluste, also kaum welche. Also mit Pikinieren in einer Stadt große Verluste zu haben, da muss man sich schon krass anstellen. Also da muss der Gegner viele Fernkämpfer haben. Und das war's. Anders ist es eigentlich kaum möglich, viele Verluste hier zu haben. Ja.
Eigentlich, also die einzige Chance für ihn ist mit Fernkämpfer. Aber das hat er nicht. Oh, ich habe meinen General vergessen. General kommt unter dem Baum. Habe ich hier Picking Phalanx angemacht? Ja, habe ich. Ups. So, dann gehe ich mal hier in den schönen Wald. Was hat er denn für Fernkämpfer? Hier germanische Jugendliche. Okay, die sind gut. Die sind richtig gut. Immer diese germanischen hier Jugendlichen. Die kann man einfach nicht trauen. Ich mache mal ein bisschen schnell. Ah, das ist nur. Ah, da kommen auch Fernkämpfer. Hat er schon jemand getötet? Ja, der tötet schon welche. So, jetzt macht er Suicide. Flup, 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 flup. Alle bitte sofort auf die germanischen Jugendlichen. Sofort. So, da kann ich ja jetzt eigentlich. Warte, du bleibst einfach so stehen. Ja, ne? Passt. Das passt doch. Ja. Die Jugendlichen machen halt auch ordentlichen Damage an der Bürgerkavallerie. Zu ihrer Verteidigung, Kavallerie, also Bürgerkavallerie ist sehr crappy, also nicht ne, überhaupt nicht gut, überhaupt nicht gut. Einmal rein, einmal raus. Also macht mir nichts aus. Also es macht mir was aus, wenn die halt nicht rausgehen. Weil dann sterben sie halt, ne?
Das mit der Kavallerie ist immer so eine Sache. Also, Kavallerie kann sehr, sehr stark sein, kann aber auch sehr schwach sein. Wow, das ist tiefgründig. So, alle bitte raus. Das ist ein nicht wirklich um Damage zu machen, sondern es ist eher um dieses diese Gefahr von Rückenangriff quasi zu machen und die Moral zu brechen. Also das hat hier ja schon ziemlich gut geklappt. Und jetzt ist der gegnerische General gestorben. Na, jetzt reagiert er schon besser. Aber ich charge trotzdem mal da rein. Sehr gut. Und wieder raus. Einfach wieder raus. Und seinen schönen Bogen machen und wieder rein. Bevor der kommt, schaffe ich das nochmal. Bam. Und wieder raus. Das ist sehr gut gerade. Und hier rein. Somit haben wir's. Der musste ja noch mal schießen, ne? Dieser Blöde. Den General haben wir auf jeden Fall, also den zweiten haben wir jetzt auch gekickt. So. Also so viele, ja, doch wenige haben sie nicht getötet, das stimmt. Aber sie haben halt die beiden ausgelöscht und dann immer mal wieder reingecharged. Also ja, Damage ist da aber wie gesagt nicht der Hauptgrund, sondern die Moral zu brechen. Und das hat sehr gut funktioniert. So, wir haben verloren 300. Das ist ein Sechstel. Richtig? Von 1800? Ja. Sechs mal drei. Oder bin ich gerade blöd? Ey, ey. Was ist denn los mit dir? Habe ich die. Was habe ich dir getan? Außer halt ja, jede Runde irgendwas von dir erobert, aber das ist ja wurscht. Vielleicht gehe ich mit der Armee, die hier noch ist, gehe ich wieder zurück und. Ja. Ha, ha, ha. Und kümmere mich mal um diese blöde Armee da. Militärsabotage. Hafensiedlung, natürlicher Tod. Rang erhöht, Familiengeschichte. So.
Oh. Aha. Okay, dann gehe ich mal mit Sparta lässt grüßen wieder zurück. Tada. So, und du heißt dich mal. Ein Tempeli und ein. Die brauchen ja was zu essen. So. Du machst mal den kurz weg. Ja, natürlich geht er dahin, wo ich nicht hinkomme. So, ich komme dahin. Sehr gut. So, und dann gehe ich. Richtung unten. Da oben ist ja mein Verbündeter. Ach, diese Wolken immer. Okay. Die haben keine Garnison. Das ist mal gut. Ah, das ist eine mit Wall. Dann bleibe ich noch ein bisschen in der Stadt. Also unbesiegbar sind die auch wieder nicht. Dann gehe ich mal in die Stadt. So. Also hier muss ich aufräumen. Und dann hier mit der mache ich mal den Bogen. Mit der räume ich hier auf, mit der versuche ich endlich mal den einzuholen, weil der spielt die ganze Zeit mit mir und das nervt. Das nervt. Weil das ist eine Armee, die mir schon Probleme bereiten kann. Libyen hat halt hier kein Verschleiß durch die Hitze. Ich schon. Ich gehe jetzt einfach mal dahin, weil wenn er da reingeht, dann habe ich ihn. Da, also er kann es gerne erobern. Das ist mir dann ziemlich wurscht. Du eroberst hier. Nachtangriff ist ein bisschen besser für mich. Sehr schön. So, dann. Das ist übertrieben. Das ist eigentlich auch, aber vorerst brauche ich hier ein etwas zum Rekrutieren, falls eine Einheit von mir stirbt. Was unwahrscheinlich ist, was wahrscheinlicher ist, ist, dass die bestochen werden. Hier kann ich. Ah, stimmt. Hier kann ich ja dann königliche Spartiaten machen und so. Bilden. Das ist gut. Da gehst du mal in die Schule. Okay. Können die heiraten? Die haben Männer. Okay, alles gut. So. Dann schauen wir mal, wie ich das hier mache. Genau, der muss sich noch ausruhen. Noch zwei Runden. Noch zwei Runden, okay. Gut. Weiter geht's. So, was ich noch sagen wollte,
Meinst du das jetzt ernsthaft? Der ist einfach nur dumm. Was ich noch sagen wollte, haltet euch mal zwischen den 20. und 25. Frei. Also beziehungsweise ihr müsst euch nicht reinnehmen. Oder freihalten. Ah, jetzt kommt er. Jetzt kommt er und der hat viele germanische Jugendlichen. So, genau. Ich spiele das jetzt nicht, weil es sind schon 20 Minuten. Zwischen den 20. und 25. mache ich meinen ersten Stream. Es ist noch nicht ganz klar, wann genau. Aber auf jeden Fall werden da zwei Streams gemacht. Und zwar der erste Stream ist ein bisschen lustiger, sag ich mal. Also da werde ich viel mit euch zusammen spielen. Also genau so ein Scribble.io und was weiß ich. Also viel mit euch zusammenspielen auch. Und auch Ratespiele und so weiter. Und dann der zweite Tag. Also wird vielleicht Montag und Donnerstag oder Dienstag und Donnerstag. Mal schauen. Und der zweite Tag wird dann so strategisch. Also das heißt Rome to the War oder was auch immer ihr wollt. Also ich werde wahrscheinlich Rome spielen. Vielleicht ist der Jake auch wieder dabei. Dann werdet ihr halt ein bisschen gespoilert. Oder ich kann auch eine neue Kampagne anfangen. Und zwar komplett für den Stream. Also der kommt dann nicht auf YouTube hoch. Oder erst viel später. Und wir können dann zusammen eben eine neue Kampagne starten. Und ihr könnt mich dann Fragen stellen und so weiter. Genau. Also, ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Genau, bis zum nächsten Mal. Bye bye.